Agronox. Hydronox, Agronox. Ist der immer so irgendwo drauf? Ich glaube schon. Ich bin außer Reichweite. Fixiert euch doch auf mich. Ja, wurscht. Da gar nichts. Das ist zu weit entfernt. Und wenn zurück zum Seminar, wir mussten halt den einen Tag eine Brücke bauen. Aus Pappe, Papier, Tesafilm, Pittstift. Bla bla bla. Clou an der Sache war, wir hatten zwei immer ein Vierer, ein Fünfer Team. Ein Team ist hoch ins Büro im dritten Stock, eins blieb bei uns unten im Meetingraum, Erdgeschoss. Jedes Team hatte einen Läufer, die mussten sich in unserem Meetingraum halt treffen. Also wir waren in der Küche von dem Meetingraum. Also das, die Läufer durften sich das nur angucken, mussten dann miteinander reden und mussten sich austauschen. Mhm. Dass die, dass, weil jeder musste eine Hälfte der Brücke bauen. Und da musste dann so ein kleines Matchbox-Auto drüber fahren können. Aus Pappe, also fällt ja gerne mal ab. ja, wir hatten im Team, ja gut, Namen ist jetzt Schall und Rauch, aber wir hatten auf jeden Fall eine, wo ich mir dachte, ja, mit der das klappt. Und dann, wenn ich dir jetzt einen Schlag mitgebe, verreckst du sofort. Das merken wir aber gerade richtig. Zum Glück war ich geslowt. Der Regen tut weh. Ja, jedenfalls, in meinem Team war eine, die Klappe hält, also mit der jetzt geklappt. Einer, der echt so ein ruhiger ist, aber der gut erklären kann, also das war unser Läufer denn. Ich und so ein anderer Berliner, der wirklich ein smarter Boy ist, sag ich mal. Also ich wusste sofort, das klappt. Dann haben wir aber im Gegnerteam gesehen und im Gegnerteam, ey, super, 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 super. Und dann, scheiße, die haben die eine im Team, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Und das ist so eine mit einer richtig großen Klappe und die quatscht dich so lange zu und die unterbricht auch und lässt Leute nicht ausreden, bla 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 bla. Also schon mal kein gutes Bild. Und wir wussten gleich, wenn die eine Idee hat, wird sie die durchsetzen wollen und wir werden keine Chance haben, unsere Idee zu verkaufen, weil wir hatten eine super Idee. Wir haben Folgendes gemacht, wir haben zwei dicke Pappquadrate, nein nicht Quadrate, so Quader hingestellt, da einen Schlitz reingeschnitten und ein Stück Pappe durchgeschoben, dass das, da hast du quasi so die Tower Bridge in London. Mhm. Und da haben wir halt die Enden, weil wir mussten ja nur die eine Hälfte bauen, haben wir das Ende halt ein links und rechts jeweils ein Streifen Tesafilm und den mit dem Turm verbunden, dass das Ding nicht herunterfällt. Mhm. Hat super geklappt. Wir waren nach 15 Minuten fertig und wir hatten eine Beurteilungsgruppe und die hat uns angehört und hat uns auch sofort höchste Punktzahl gegeben, weil ey, ihr wart nach 15 Minuten fertig. Wir kamen sogar schon zu spät, um euch zu beurteilen, weil ihr schon fertig wart. Also die mussten halt rumlaufen und als sie bei unserer Gruppe angekommen waren, waren wir schon fertig. Und die Gegnergruppe, die hatte halt, wie gesagt, dieses eine komplexe Wesen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Problem. Hm. Und es ist exakt, also hinterher haben wir das erfahren, es ist exakt so gewesen. Die hatte eine Idee und dann, ja, wir machen das so und so und so und fickt euch, ich höre euch eh nicht zu. La 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 la, ich kann euch gar nicht hören. Aber die anderen haben sie dann irgendwie doch überzeugt. Aber wir haben hinterher noch gesehen, von Kommunikation war da gar nichts. Also, war einfach, weil es eine gute Idee hatte. Die hatte eine Idee mit Dreiecken oder mit einer dreieckigen Grundfläche und wir hatten halt eine viereckige. Da hat gesagt, ist scheißegal, Hauptsache die haben dann einen Schlitz. Das mit dem Schlitz haben sie auch nicht kapiert, also dass wir die Straße da durchschieben sollten. Mhm. Moment, was ist er denn hier? Was? Dreschzahn der Spöttische. Schöner Name. Verstehen! Wow. Endlich mal ein Boss, wo ich absichtlich drin stehen bleibe, damit ich nicht mal die Hälfte meines Lebens verliere. ja, was war noch? Jedenfalls hatten die dann halt diese Türme und da war dann das... Oh. Was passiert jetzt? Geh hinter die Bücher, bitte. Ah, cool. Ey, das ist wie ein Boss bei Metro. Bei Metro gab es einen Boss, der so... Säulen eingerissen hat. Mhm. Ich habe mich gerade wirklich um 1,5 Millionen Non-Crit geheilt.
mit meinem Legendary. Stell mich mal kurz in den Wirbelwind. Ach scheiße, hab ich nicht mehr geschafft. Bisschen Spaß muss ja auch sein, wa? Müssen wir hier weiter? Ja. Na, Jungs. Ach, jetzt rennen die weg. Nö. Ja, so weit kommt's noch. Hier. Wo wollt ihr hin? Können alle um ihr Schweine. Ich weiß nicht. Ich weiß! Wollt ihr aber. Ich hab Bock mehr. So eine Scheiße. Ja, jedenfalls hatten die dann eben, also diese beiden Türme sollten erst dreieckig werden bei denen. Haben uns auch gesagt, hä, die fallen doch um. Hat sie nicht interessiert. Ja gut. Dann die Straße haben sie dick gebaut, dass sie sich selber hält, aber dadurch wurde die extrem schwer. Und zwar zwei Streifen Pappe und da drin so dreieckige Pappe, also quasi wie Wellpappe, nur doppelt so dick. So self-made Wellpappe. Hat sie auch nicht kapiert, dass sie am Ende zu schwer war. Und die hatten am Ende so eine richtig fancy Brücke, die aber nur so halb gehalten hat. Und unsere, die nur mit zwei verkackten Klebestreifen gehalten wurde, hat denn deren Brücke noch gehalten. Weil die einfach ihre oben draufgelegt haben. Also ihr Ende. Sozusagen. Dann haben wir halt diesen Streifen Pappe, den wir eben als Straße genommen haben. Den haben wir einmal an der Seite umgeknickt, dass du quasi so einen Bordstein hast. Aber halt innerhalb, also dass du nicht unnötig viel mehr Gewicht hast, ne? Und das hat halt durchgezogen, wie gesagt. Und ein Stück, wir haben ein wesentlich längeres Stück Pappe genommen, als wir gebraucht haben, weil wir uns dachten, entweder passen wir uns halt an die anderen an. Und was übersteht, können wir ja hinten als Rampe, dass du auch auf die Brücke rauffahren kannst. Was hat bei dem gefehlt? Also bei uns ist dann quasi das Auto auf die Brücke raufgefahren, drüber, auf deren Part drüber und hinten runtergefallen, weil die keine Rampe hatten. Also die Brücke hatte einfach kein Ende. Aber es gehörte nicht zur Aufgabe, also das hat er dann auch durchgehen lassen. War aber echt witzig, also wie diese eine Fotze das so richtig hart versaut hat. So eine Person in dem Fünfer-Team. Die anderen, ja, super Idee. Fickt euch. War auf jeden Fall witzig. Also, wie gesagt. Ging halt. Da haben wir, erstmal labern. Flieht noch einmal und ich kette euch an wie der Hund, der ihr seid. Ich bin dann der Hund. Ich fick dein Mutter. Solange ihr dabei tut, was ihr am besten könnt. Mir folgen. Bitch, lern mal, wo dein Platz ist. Digga. Wir haben verloren. Die Legion hat unsere Linien durchbrochen und uns aus dem Grabmal gedrängt. Nur ihr steht noch zwischen ihnen und der Aegis. Sie kommen! Ja, das ist er doch schon. Sie nur kommen. Maiev und ich werden sie auf der Treppe unten beschäftigen. Warum ist, wo ist denn der andere Boss? Keine Ahnung, krieg doch mal rein. So viele Dämonen, dass ich euch kaum von dem restlichen. Das ist ja schon der Endboss. Unterscheiden kann. Ich bin noch ein Boss. Damit nicht machen wir den zu zweit. Ach, er kommt ja auch, dann kommt Mephistroth direkt danach. Auf der Karte ist nur Mephistroth bei mir eingezeichnet. Ach ne, sind beide ja eingezeichnet. Komm mal. Ja, wollen wir ihn in die Ecke stellen? Nun. Eigentlich wollte ich mich da auch, glaube ich, gar nicht mal reinstellen. Ja, wohin? Wohndeckung. Ach, wahrscheinlich in die Aegis. Ups. YOLO. Meine Axt lüstert es nach frischem Fleisch.
Überlebt das. Ja, gerade so. Das ist zu weit. So, was war noch? Das ist zu weit entfernt. Mit der Brücke. Dann haben wir einen Tag Eier aus dem Fenster geschmissen. Und zwar haben wir auch wieder Strohhalme, Pappe und alles bekommen. Und müssten dann endlich allein. Sagt ihr noch was? Ach nee. Wir mussten, wie gesagt, ein Ei nehmen, das irgendwie polstern und dann aus dem dritten Stock schmeißen. Und die meisten haben natürlich einen Fallschirm genommen. Das Problem ist nur, so ein Stück Papier, A hat es geregnet, B reißt Papier schnell und Papier ist auch relativ schwer. Für so ein Ei zumindest. Hat aber dann doch geklappt, haben die anderen gemacht. Wir haben gebaut eine Kiste, wo wir dann das Ei mit Sträumen umwickelt haben. Kiste dann nochmal an jede Seite ein Strohhalm als Stoßdämpfer sozusagen. Schatten verblasen. Hey, Helden, beschützt mich mit der Aegis, während ich diesen Schreckenslaut aus den Schatten reiße. Okay. Dann mach mal. Ich war nie gut in Schnitt. Es gibt kein Entrinnen mehr, Dämon! Mein Kill! Warum ist das so hell hier? Ist das wirklich die Wächterin? Vor langer Zeit hat dieser Schild die junge Weltenseele vor Wahnsinn und Verderbnis bewahrt. Heute dient er jenen, die für Azeroth kämpfen. Ich bin Egwin, Wächterin von Tirisfar. Ich habe dieses Echo meiner Macht hinterlassen, damit es im Falle des Versagens der von mir im Grabmal platzierten Zauberschutze als zusätzliche Sicherung dient. Ich kann bereits spüren, dass der Meister der brennenden Legion hier nach seiner Beute trachtet. Aber noch besteht Hoffnung. Moment, wir müssen irgendwo noch Quest abgeben. Okay, nicht hier. In den Hallen unter uns verankert, könnt ihr meine Zauberschütze wiederherstellen und die Invasoren zurückdrängen. Danach müsst ihr in die Tiefen des Grabmals hinabsteigen und mit dem Auge von Amantur verstreuen. Und die Legion von Azeroth abschneiden. Doch die Säulen allein garantieren ihre Stimme. Den Sieg. Nur eine vereinte Armee, gewappnet mit Stärke und Mut, kann die Legion in die Knie zwingen. Wenn ihr und eure Verbündeten bereit seid für die letzte Schlacht, wird mein Echo an eure Seite zurückkehren. Das Schicksal von Azeroth liegt in euren Händen. Katka wird hiervon erfahren wollen. Sie ist mehr voll. Mein Katka wird davon erfahren. Und noch aus hier, ne? Das war's schon, okay. Loot haben wir ja. Loot ist gut. So, zurück zu den Eiern. Das klingt auch falsch. Wie gesagt, mit Sträumen haben wir die umwickelt. Dann haben wir Sträumen in die Kiste gemacht, haben die Kiste mit Papier aufgefüllt, das Ei rein. Draußen haben wir dann noch so aus Pappe so Ziehharmonikas gebaut, damit die auch nochmal ein bisschen dämpfen. Hat auch geklappt. Mhm. Und unser Ei hat halt überlebt. Die mit dem Fallschirm haben auch alle überlebt. Die sind halt ganz schön abgestürzt, aber so kurz vorm Boden ist ja so beim Fallschirm, den musst du ja auch früh genug aufmachen. Und so kurz vorm Boden hat denn der doch nochmal gegriffen. Eine Gruppe hat einen Riesenball aus Kleber, Tesafilm, Pappröhrchen und Papier gemacht. Das Ding war groß wie ein Basketball und du weißt, wie groß ein Ei ist. Hm. Und das Ding
Und einem mit Höhenangst sollte das Ding aus dem dritten Stock schmeißen. Er hat sie natürlich blind einfach aus dem Fenster geworfen und da war eine Kante und das Ding landet genau auf der Kante. BOM! Hat aber trotzdem überlebt. Also die Konstruktion war merkwürdig, hat aber geklappt.